Moin Leute, Moin. Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem neunten Video der Playlist natürliche Zahlen. In diesem Video schauen wir uns die Primfaktorzerlegung an. Im letzten Video haben wir euch gezeigt, was Primzahlen sind. Jetzt, wie gesagt, die Primfaktorzerlegung. Wenn der Begriff für euch schwierig erscheint, ist es nicht. Wir zeigen euch das im Video ganz anschaulich und ganz einfach. Starten wir ganz einfach mit der Zahl 12, wie ihr seht. Das Ziel ist es bei der Primfaktorzerlegung, jetzt Primzahlen zu finden, die miteinander mal genommen, also multipliziert, die Zahl 12 ergeben. Klingt kompliziert, ist aber nicht so kompliziert. Starten wir mal hier unten. Hier sehen wir schon mal die Primzahlen aufgelistet. Ein paar werden wir davon gleich brauchen. Zum Beispiel mit der Zahl 2. 2 ist die kleinste Primzahl. Und jetzt könnten wir nämlich sagen, 2 mal irgendetwas ist ja 12. Das stimmt schon. Also 2 ist eine Primzahl, ein Primfaktor in diesem Fall. Jetzt müssen wir uns überlegen, 2 mal was ist 12? Das war halt so ein Fragezeichen. Das ist nicht so schwierig, das ist die 6. Aber die 6 wiederum kann man, ist ja keine Primzahl. Wir wollen es in reine Primzahlen zerlegen. Und die 6 kann man jetzt weiter aufteilen in 2 mal 3. Ihr seht, da steht überall ein Malzeichen dazwischen. Deswegen heißt es auch Primfaktoren. Faktoren sind halt Zahlen, die multipliziert werden. Deswegen kommt die Zahl Primfaktor. Genau, und jetzt habe ich 2 mal, gut, und 6 ist 2 mal 3, also kann ich aufschreiben 2 mal 2 mal 3. Und das sind jetzt schon unsere Primzahlen oder Primfaktoren. Diese drei Zahlen, genau, haben wir nochmal aufgeschrieben, Primzahlen oder auch Primfaktoren, weil die miteinander multipliziert, also mal genommen, ergeben sie 12. 2 mal 2 ist 4, mal 3 ist 12. Gucken wir uns nochmal das nächste Beispiel an, die Zahl 15. Wir fangen immer mit der kleinsten Primzahl an, das ist die 2. 2 mal was? 15. Gut, dann müssten wir die 7,5 nehmen. 7,5 ist keine Primzahl, deswegen können wir das schon mal wegstreichen. Jetzt müssen wir also die nächste Primzahl nehmen, das wäre die 3. 3 mal was ist 15? Na gut, 3 mal 5 ist 15. Und das ist schon super, 3 ist eine Primzahl, sehen wir unten, und 5 ist auch eine Primzahl. Und dann sind das beides hier, ne, unsere Primzahlen bzw. unsere Primfaktoren. Theoretisch könnte man das natürlich auch umdrehen, ob wir jetzt 3 mal 5 schreiben oder 5 mal 3 ist in diesem Fall ja egal. Die häufigsten Fehler, die hierbei gemacht werden, sind, dass zu wenig Übungsaufgaben gerechnet werden. Und diesen Fehler können wir ja ganz einfach vermeiden, indem wir uns das nächste Video angucken. Da gibt es nämlich Aufgaben zur Primfaktorzerlegung. Ihr werdet auf jeden Fall was dazulernen, also bis gleich. Ciao. Ciao.